Oh, Funspeed. Funspeed, also das muss es ja sein. Ja. Sorry, ja, danke für 2,34 €. Du kannst gleich über den Uplay Launcher rechts ja, beitreten machen. Ja. Also Funspeed, das muss ja nur lustig sein jetzt. Coin Game und es geht auch schon wieder los. Geht es? Es ja. geht! Player Electro from Austria has connected. Stand da. Was heißt, das kann ja was werden? Ist Funspeed nicht lustig oder was? Jetzt sehe ich hier mein Audi, so, okay. Ja, ich sehe auch noch mein Auto. Ist schon wieder abgestürzt. Ach, ne? Da sind wir dabei. Oh, wir sind gerade frisch auf eine Strecke gekommen. Düs, 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 da geht's auch schon wieder los. 60 Hertz, man kennt sie. Hey, das habe ich ja, ich wollte gerade sagen, als wenn ich es gewusst hätte. Warst du gerade du im Looping da? Also ich fahre noch richtig. Ich bin am Funspeed. Benny hat den gleichen Fehler wie ich gemacht. Ich bin grüß beim Benny, Funspeeden ja, voll dabei. Boah, wie er da vorbeizieht, ihr könnt übrigens, Katastrophe. Ihr könnt übrigens auch nachconnecten, Chat. Also wenn ihr auch Trackmania habt, Servername wisst ihr ja. Ist ja Funspeed. Nein, das ist ein Checkpoint. Ja, und The das Match war's was auch schon. Ja, das ist auch eine sehr lustige Strecke. Ja, war schon wieder lustig. Da hat es mich leider erwischt an der Stelle. Ja. Schade, das war eigentlich gut. Warum eigentlich ist war das? War doch gerade auf Bestzeit-Kurs. Ich connecte einfach nochmal drauf. Warum ist das bei dem Trackmania so? Mein Game, wir testen das nochmal an. Oh, der ist ja schon vorbei. So. Ja, okay, ja. Ist das dieselbe? Boah, ich bin so gut, ich bin sogar Nullter krank. Ja, bin ich auch. Nee, das ist nicht dieselbe. Graf Zahl from Germany. Katastrophe ist mit auf dem Server. Ja, ja, ja. Der Grillmeister, Mr. Posch auch. Warum hat der einen gelben Namen? Warum haben die alle einen gelben Namen? Ja, die shoppen doch schon alle was 30 ist denn das? VIP rein. Oh, oh, Kurven. Ach, scheiße, Wände. Jetzt muss ich erstmal. Ja, das hab ich gesehen. Oh, und die Strecke gucken jetzt. So, das sind alles Clubmitglieder wahrscheinlich. Ach, ich sehe schon das Problem. Ich bin's. Ja, das kann gut sein. Ne? Da muss man erstmal langsam anfahren, die Strecke. Bon. Boah, den nimmt er gut hier, den Hügel. Ich fahre dem kleinen Racker hinterher. Bin hinter X-Grillmeister scheiße angeeckt. Boah, das habe ich aber gut genommen. Da haben die Hälfte hat auf jeden Fall. Also, ich gucke mir erstmal die Strecke an, ja. Naja, ja. Oh! Okay. Nein, ja, X-Grillmeister ja. Zieht wieder vorbei. Benny auch, nein. Muss man die Strecke gesehen haben. Das ist scheiße, wichtig. Benny macht keine Fehler mehr. Damit man die verinnerlichen kann. Bronze, naja. Okay, gut, das war's auch schon. So, und nochmal. Das war schon mal nichts. Und einer heißt einfach Personal Best. Die Kurve kann ich ja schon mal gar nicht. Hier muss ich auch. Bong. Wie funktioniert. Also, erstmal, Chat, wir brauchen gleich Hilfe, wie die Techniken da funktionieren. Dieses. Es gibt noch den Speed Drift, gibt es, glaube ich. Wieso funktioniert denn die erste Kurve bei mir nicht mehr? Ist das Hitcher? Hitcher fährt auch mit! Boah. Da ist ja was los, weil bei der Trackmania sind ja alle da. Geil. Das ist halt von Trackmania aus auch geil, dass du halt so mit der, dass alle mitspielen können, ohne sozusagen halt den Einfluss aufs Rennen per se haben. Das ist halt super cool, die Leute hier zu sehen. Ja. Gerade mit Grazien. Ach, das ist ja gar nichts. Kurve. Die erste Kurve ist ja safe, Tim. Da musst du nur nach rechts lenken. Ja, aber ich stoße da halt immer an. Und. Das kapiere ich noch nicht. Rum. Boah, das war aber smooth jetzt. Beastly Weasel ist auch da. Hier sind ja ein paar Namen, die man kennt, ne? Jay Peanut. Ist ja. Nein, nicht ey, diesen. So schlecht. Nicht diesen. Das och, ist nö. Aber kein Funspeed, ja? Ja, das ist so mäßiger Spaß langsam um Kurvendüsen, ja? Oh, der war Daisys nicht. Der wär's aber gewesen. Oh, Daisys.
Ja, jetzt lass mal den Meister ran hier. Hallo Maxi. Hier. Maxi. Guten Morgen. So, boah, ich mach das jetzt. Morgen? Da muss der Drift Speed eigentlich kommen. Boah, ich bin der Allerechte. Das war's. Gold ist drin. Der Allerechte. Ja, okay, schön genommen. Und rein! Ich bin Zweiter. Von schlechten Eltern. Cobra Flo, als ob der 2 Sekunden schneller war. Fake News. Robert, gibt's das Spiel eigentlich auch in 444 Hertz, oder? Ich glaube schon, oder? Also, das ist doch mehr als 60, oder? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich spiele sogar einen. Caution Kurve, nein! Es steht sogar noch Caution. Ach Mann, da will ich so mit Vollspeed rum. Zack, und jetzt fährst du hier rechts an. Ziehst links rein. Ja. Das ist es. Und das war's. Ach Mann, das war gut. In der Luft bremsen für Airbrake. Das habe ich gerade versucht, das sieht man ja auch am Auto, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Also, ich habe mich nicht geschafft, gerade zu sitzen. Wie viel Fullspeed? Boah, den hat er gut genommen. Ich bin Dritter, wer soll denn hier besser gefahren sein als ich? Das geht gar nicht. Hier, da. Muss ich Bremse gedrückt halten oder antippen? In der Luft. Antippen. Ja, aber er zieht das Auto nicht gerade. Was ist deine Zeit bis dato? Kann ich noch nicht sagen. Bin gerade voll im Rennen. 41? Ja, krass, ne? Nicht schlecht, würde man sagen. Bin auch noch Dritter. Driftest du in der ersten Kurve? Ich hab keine Ahnung, wie man driftet. Mit Bremse. Ja, nee, dann nicht. Also bis zu dem Sprung fahre ich Fullspeed. Also ich drücke nur Gas bis zu dem Sprung. Irgendwie, ich glaube, mein Controller ist irgendwie lahmer als alle anderen. So, ich komme um die erste Kurve nicht rum. Alle anderen fahren da so locker flockig rum. Ich komme immer an die Ecke. Da habe ich zu viel gebremst. Aber bin trotzdem schneller. Immer noch. Jetzt muss man nach links. Oh. Oh shit. Oh. Nein. Der war nicht. Kurve zu eng genommen. Weil der kickt schon der Ehrgeiz. Aber das war gut. Oder gehst du in der ersten vom Gas? Nein, gar nicht. Einfach, pass einfach um die Kurve, einfach oder? Einfach volle Möhre, ja. Wirklich, das geht sich bei mir nicht aus. Also. Nein! Nein! Ich war 0,6 schneller! Okay, wir haben das Problem entdeckt. Der Controller ist schuld. Hm. Ah, natürlich. Wie sette ich mich denn auf Maus und Tastatur? Das spielt ja keiner. Das Team ist ja Käse. Hat ja noch nie einer gemacht. Ich wusste gar nicht, dass das Backspace wahrscheinlich. Ich wusste nicht mehr, dass das unterstützt wird. Give up, entfernen. Give up, ja. Wo sind entfernen? Da. Da. Die Kurve hier kann ich nicht, die lange. Alter, Exonaut zieht aber gut durch. Ja, aber jetzt war's das mit seiner Zeit. Jetzt komm ich angedüst. Oh nein, ich bin Weasley! Weasley ausblenden. Ich dachte, er hat da den absoluten Move. Bin ihm hinterhergefahren. Fährt er gegen eine Bande. Ja, ich auch. Ach, ey, wurde ich bambuselt, ey. Ach, ich dachte, ja, er nimmt die Rampe ganz Controller links. Ey, das ist ja. Ohne Controller komme ich da clean um die Kurve. Mit Controller muss ich da
dreimal Nein. absetzen und driften und das volle Programm. Ich bin nur noch Siebter. Hört auf! Auch alle aufhören jetzt! Stopp! Nicht mehr weiterfahren! Stopp! Halt! So, okay, das ist es. Das ist gut. Ich sehe mich auf Top 3. Wenn ich das jetzt hier nach Hause bringe, dann muss ich rum. Jetzt nicht den Weasley machen. Boah, das war Maximallinie. Okay, den Anfang. Das war nicht Maximallinie. Der Anfang ist es mittlerweile. Der Anfang ist mittlerweile auch EZ, ja. Ja, danach verkacke ich. Ich bin so schlimm. Wie mache ich das? Nein, das will ich ja nicht wissen, weil ich kann es mir nicht merken. Ah, nochmal. Eine Minute 20 noch. Das muss ja jetzt gleich nochmal. Das muss jetzt gleich nochmal was werden. Okay, jetzt. Konzentrieren. Full Focus. Nein, ich bin zu lahmarschig, Alter. Boah. Wenn ich die Runde meines Lebens fahre, schaffe ich das noch. Aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Nein, da war noch mehr drin. Ich bin Vierter. Aber nicht das, schlecht. Ach, da wäre noch mehr drin gewesen als das. Das wäre vielleicht Zweiter gewesen. Nein. Oh, was will denn der hier, Mr. Porsche? Was ist das denn für ein hässlicher Skin? Nein, so Spaß. Grüße gehen raus an Lennart. Oh, da sind ja noch mehr mit dem Käse. Nein, Lennart fährt auch mit, oder was? Nee, das ist Team Schweine, ey. Dann mach mal einen geilen Skin für Trouble Townies hier. Hier driften alle rum. Ah, ich bin aber vier. Ich würde sagen, das ist gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ja, Vierter. Ja, du bist sogar im. Dafür, dass ich 5 Minuten oder 8 Minuten der Zeit nicht korrekt fahren konnte, war ja. Das durchaus in Ordnung. Zweitbester aus Deutschland. Ja, muss ich mal also ich merken. Konnte auch Kelby nicht aus Jamaika auch mit von der Partie. Vor Hitcher. Das ist auch wichtig. Ja, der Hitcher. Ja. So, jetzt geht's rund. Fun Speed. Zwergenfurz ist am Server. Oh, Jay Peanut schreibt, das ist meine Map. Oh, scheiße. Die kennen die alle schon. Nein, deswegen Mann. Verlieren wir ja, halt auch. Das ist ja unfair. Können wir Kollision anmachen? Da gibt's eine Kreuzung. Breakfast. Kann man eigentlich seine Bundeslandflagge nehmen, anstatt die Deutschlandflagge? So, erstmal wieder Strecke erkunden beim ersten Mal. Ja. Ich hab direkt die erste Kante, die wo auch nur irgendwie jetzt? Möglich war. Aha, die Pipe, ja. Dann geht's rechts runter. Manche Leute fliegen halt überall rum. Ja, ich sehe. Ja, dann geht's hier rum. Da ist das Alarmstufe rot. Der Pfeil wurde schon. Da hat auch einer zu früh dran geglaubt. Oh, eine Kreuzung. Oh, das ist aber schnell. Das ist aber schnell. Boah, das ist eine Chris. Der Pfeil aber bei dem Grün ist ja auch unfair. Wie viel kommt dann noch? Na egal, auf geht's. Also die Strecke davor war ja wohl geiler, oder? Scheint jetzt ziemlich straightforward zu sein. Ja, die, also manche schreiben, das ist meine Strecke. Ist ja. Oh, die ist. Ich sehe schon. Das Gemeinste sind die Pfeile, die plötzlich irgendwie mitten auf der Bahn plötzlich nach links zeigen. Hey. Da geht's bergauf. Aber schön gemacht. Da ist Tim. Moin, moin. Einer steht einfach auf der Strecke, der hat einen Platten oder so. Ah, diese blöde Rampe, wo es bergauf ging, ja, da war ich gerade auch. Also, da will's ja gar nicht hoch. Boah, der hat aber schon Speed. Also, wenn man die richtig fährt, dann. Extra bis dato. Warte, wir müssen hier kurz irgendwas umstellen. Und das heißt, zwar hier ist Ende, oder? Input. Ja. Zweiter bis dato. Ah. Okay.
weiter. Und das war halt wirklich noch nicht gut, also... Ja. Ich traue mich noch nicht zu... das zu geben. Ich glaube, einmal Drift anhauen, ne, ist doch der Speed Drift, oder? Also glaub, einmal ja. Bremse anhauen. So wirkt es bei mir zumindest immer. Ja, das ist es. Oh. Wie habe ich denn... Sechster schon. Da cheaten sie schon rein. Quasi, ja. Ja, da wollte ich den Drift mal testen, ja. Er hat nicht so viel gedriftet, wie ich gern hätte. Ist vor mir. Aber nur kurz. Das war gut, das war wirklich gut. Also. Ja, jetzt komm mal. Oh, wie er da mit Topspeed in die Kurve kommt. Hast du es gesehen, Maxi, wie ich da vorbeigezogen bin an dir? Hä? Nee, tatsächlich nicht. Das war hier so ein Gafura vor mir fahren. Ja, ja. Oh, es gibt einen zweiten Maxi hier im Match, ne? Ja, aber Maxi McFly ist ja wohl. Ja, gut, du. Das ist richtig. Aber mit Wiffel Y. Das ist. Ich bin 10 bestimmt. Die ganzen Faker. Boah, wie viel Speed hatte ich denn in meiner doofen, schlechten Runde? Anscheinend. Ja, anscheinend war ich gar nicht so schlecht. Also im Vergleich zu meinen sonstigen schlechten Leistungen. Ich bin's gerade so solide gefahren, aber hab's dann leider verkackt in der einen scharfen Kurve. Die war ein bisschen steiler als erwartet. Ja, da ist er wieder auf Platz 6. Auf Platz 7. Oh, das geht. Versuch mal nicht den Boden zu verlassen bei der Rampe, die runter geht. Ja, ich weiß, glaube ich, welche. Wir nehmen Tipp für Tipp mit, ja? Ich kann nicht alles lesen. Also, weil schnell. Man kann hier in einem Ding durch. Also, das so nicht, aber... Ja? Gleich? Nein! Waren alles wieder für Nappes. Man kann hier in einer Kurve durch. Hier, wenn du hier geil reinkommst. Am Anfang meinst du? Ja. Ja. Also wirklich, ja. Du hältst einfach gedrückt und machst die Augen zu. Und es, wenn du es perfekt gemacht hast, geht es sich aus. So, das wäre nicht nochmal hinkriegen. Ja. Hat dieser Drift? Ich glaube, ich muss trotzdem runter vom Gas oder mehr, also oder mehr bremsen. Du kannst die Bremse gedrückt halten, ne? Damit ja, aber dann, aber ich weiß, aber, ja, aber die Sache ist, was gibt am Ende, was heißt am Ende das, was am meisten Geschwindigkeit beibehält? Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Also ja. Was hält denn so kurz vom Gas runtergehen, in die Kurve einlenken und dann wieder Vollgas geben? Ja, aber ich glaube, dass du mit dem Powerslide besser um die Kurve. Weil hier, also hier soll ich nicht also springen. Also das geht ja gar nicht. Ah, Bremse gedrückt halten. Ist das das schnellste, Chat? Ich glaube, ja. Also, ich werde es einmal versuchen. Also, nur aus... ich gucke mir das mal anzwecken. Nee, also, Bremse gedrückt halten, ein bisschen... Ja, mit Bremse. Gas geben. Also, so jetzt wahrscheinlich, ne? Und wir gehen mal rein. Ja, dann bin ich ja wirklich langsam. Ja, also, dann halt wirklich hart dann, ab, ja. Dann bremse ich ja wirklich krass. Genau, und dann halt am Scheitel der Kurve die Bremse loslassen quasi. Nein, was passiert denn hier? Oh, das war ein Stunt. Boah, das muss man aber viel üben. Also im Sinne von, ab wann ist welche, also ab wann wirklich mal zu bremsen. Dafür habe ich gar kein Gefühl, weil die Geschwindigkeit ist darauf natürlich wahrscheinlich auch nicht ausgelegt. Aber was passiert da? What the fuck? Tim mal wieder hier am Jodel. Jetzt sagt er wieder nichts, dieser Mikro wieder angeblich aus. Seine Tür klingeln, das ist in Österreich so. So, sorry, da bin ich vielleicht aufs Soundboard gekommen, ja.
Ich wollte motivieren, er hat heute. Selbst motivieren, weil ich gerade zum 37. Mal am Start in die gleiche Kante reingebüßt habe. Mach das auch, das ist gut. Also das war jetzt natürlich von mir nicht optimal, aber ich glaube, das war schon besser. Ah, wenn du den Drift drückst, kommst du automatisch, wirst du ja entgegengesetzt getragen. Also manchmal kannst du eine Kurve ursprünglich enger nehmen, wenn du gar nicht anfängst zu driften, weil das Driften kriegt dich raus. Ich habe den Anfang der Map jetzt häufiger gesehen als die Ausgangstür meiner Wohnung. Diesen letzten 30 Tage. Das ist unglaublich. Bam. Mann, wieder mit Rückstand da rausgekommen. Hab halt auch erst eine Zeit gefahren, weil ich seitdem immer irgendwo angeeckt bin. Das ist. Ich meine, da bin ich bei der ersten Zeit auch, aber. Minimal frustrierend. Nein! Wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit achten. Wir haben nicht mehr viele Versuche. Ja. Oh, die ist also knackig. Finde ich. Also ist sie wahrscheinlich für Profis nicht, aber. Ich wäre gern einer dieser Profis. Nein, ich fahre da an diversen Ecken, die es nicht mal gibt, fahre ich an. Das war doch solide, oder? Mal schauen. Ja, blau. Oh, blau mit einer halben. Oh. Erstmal blau sein. Oh, das wird's wild. Kriminell. Komm, die muss ich jetzt ins Ziel bringen, die Zeit. Oh, oh, letzter Versuch. Nein! Mann. 14. Ach, das war... Mann, ey. Früh in den wo fährt denn da Mr. Porsche auf 9 oder wie? Alles ach, gut. Aber das war trotzdem... An das Grapey 98 fahrt auch schon wieder auf Maximum so. Der hat 48? Letzter Versuch, wenn ihr jetzt resettet. Vor mir, what the fuck? Das war richtig schlecht. Ja, und da habe ich nochmal die Bande geküsst. Sehr schön. Ja, das war's gerade für mich an der Stelle. Hui! Ah, da wollte zu viel. Tschüss. Bei der Erhöhung von dem Ziel ganz rechts, ja, aber das war, da war nicht mehr, da wurde nicht mehr nachgedacht. Da war nur blaue Zeit, ich muss ins Ziel. Boah, ich musste echt mal wieder reinkommen, so, ich hatte das letzte Mal Trackmania vor 10 Jahren gespielt, aber da war ich krank. Scarpy ist auch ein professioneller Trackmania-Spieler, ja. Ja, ja, Scrapy ist insane. 41, 9, 10. Dann Rekord. 15, das ist halt miserabel. Das ist ja. Hitcher, wo ist Hitcher? Nicht vor mir. Das ist erstmal das, was zählt, ja? Hier ist die zu lange zur Strecke und zu viele Kurven. Am besten einfach eine gerade für 10 Sekunden und Ende. Oh, hier eine, wo man gar nicht anecken will. Ach, oh, die ist so, wie, wo, ich glaube, wir hatten die einfachste Strecke zum Start. Ja, ich glaube auch. Ich bin eigentlich immer ein Fan von solchen kurzen, knackigen Strecken, so, wo du so 15 Sekunden fährst, so, die finde ich immer geil. Ja, ach, Fullspeed-Strecken können auch schön sein. Das ist halt jetzt Fun-Speed, ja. Okay, wir gehen erstmal rum. Links-Rechts-Kombination. Wohin des Weges? Dann, erstmal direkt in nee, die da Wand. Nicht, übrigens. What the fuck? Und eine Halfpipe. Ich komme nicht mal aus der ersten Kurve raus. Und dann? Weiß auch dann? Nicht, wo man da sich dann... Hier lang, hier drüber. Dann liege ich auf den Kopf. Okay, ja, war schon mal ein guter Plan. Muss man runter? Wirklich darüber? Weil das haben nicht alle gemacht. Das haben wirklich nicht alle gemacht. Muss man hier auch noch Rätsel raten, wo man hindüsen muss oder war? Ja, war anscheinend nur am Anfang. Erstmal angucken. Erstmal ganz in Ruhe fahren. Ich glaube, es ist easier. Also der Anfang ist, du musst quasi, es ist eine. Es gibt eine Ausfahrt im Prinzip. Oh! Ich wurde beim Buse.
Erlangen? Also Moment mal. Ah, da geht's weiter. Ja, okay. Die Strecke ist in 10 Sekunden fahrbar? Ja, dann hat da jemand einen extrem skippt. Kannst du in der Theorie wahrscheinlich einfach von der Rampe am Anfang einfach erstmal Strecke anschauen. Aber es gibt doch Checkpoints. Ah, ja. Nein, das ist nicht 10 Sekunden. Das ist, wenn du durch den ersten Checkpoint ist, wie schnell der erste Checkpoint ist. Ja. Unten. Die Zeit für meins, glaube ich, ne? Das kann sein, weil ich habe 11 zum ersten Checkpoint gebraucht. Nee, ganz oben bei iRocks. Oh. Ja, never mind. Da hast du's. Nee, das ist der erste Rekord für den ersten Checkpoint, Rekord für den zweiten Checkpoint, bla bla bla. Ach, wirklich? Ja. Ah, okay. Nein! Tim! Was oh macht er denn da immer, der Timmy? Ich frag mich halt, wie kann man die ganze Zeit aus Versehen auf diese Taste kommen? Was ist die denn? X auf dem Controller. Das ist ein Soundboard. Ja, ich spiele ja mit Maus und Tastatur, weil mein Controller nicht will. Und hin und wieder verdrücke ich mich dann halt beim Zurücksetzen. Du meinst Tim und wieder? Wow! Uff. Juhu! Ich glaube, ich muss los. Ich will jetzt einmal die Strecke kurz sehen, sonst komme ich hier nicht klar am Ende. Der Frauen kommen zu Besuch? Das ist Torte. Alle Frauen. Ist das Ende? Boah, das Ende ist aber, also der letzte Abschnitt der Strecke ist sick. Bin noch nicht mal okay. Zum ersten Checkpoint gekommen. Und los. Ich will nicht lügen. Jetzt. Bin am ersten Checkpoint angekommen. Wohin? Ach, hier lang. Und immerhin 13. Aber das liegt daran, dass alle Leute noch ihre Bayern beendet haben. Nein, was sind das für eine Kante? Da gibt es viele so eklige Kanten. Hast du meinen Stream offen? Was? Was? What? Ja, ich hab dann was ist denn heute los? Stop it! Stop yourself! Witzepolizei am Anmarsch! Nein! Boah! Nicht hüpfen! Wandsäule. Oh. Ja, die erste Säule finde ich auch mal ganz nett. Dann kuschel ich viel zu häufig mit der. Erste? Ja, eben, oder besser gesagt die dritte irgendwie, die da die so komisch leicht im Weg steht. In der ersten Kurve. Das ist eine gute Zeit! Komm! Push! Und rein! Zweiter! So sieht's aus, ja? Ich frag mich immer, welche E-Sport-Profis er bezahlt, damit er Zweiter wird. Boah, das war Maximallinie. Doch nicht. Das war ein knappes Ding. Einmal ins Ziel kommen. Nein, bis dahin war es richtig krass. Ja, hab ich auch gerade. Ja, aber das war der letzte Checkpoint. Holy shit, was hab ich da gemacht? Und das war sogar noch machbar. Ach, das war echt nicht schlecht. Was sind das für Ecken? Eckhart! Erster Checkpoint ist ja safe mittlerweile. Ja, zum ersten komme ich auch. Ja, aber kommst du auch richtig geil dahin? Ja, richtig. Das macht richtig Spaß. Trackmania ist so ein gutes Spiel. Und danach die Kurve vom zweiten ersten Checkpoint. Ja, damit du da gerade runterspringst, ne? Nee, also die quasi vor dem Sprung, so, da ecke ich auch noch immer an. Weil ich nicht auf Maximal fahre. Habe ich aus Reflex schon Reset gedrückt, weil ich das jedes Mal an der Stelle verkacke und dann kam ich da eigentlich perfekt durch. What the fuck? Och, ich war so schnell, dass ich gar nicht reagieren konnte.
Scrappy eigentlich gerade die beiden ersten Checkpoints-Records gebrochen, wenn ich das richtig sehe? Er hat es gerade schon wieder gebrochen. Nein! Anna! Wann ist da so ein Block? Ach Mann! Das ist so ärgerlich, du machst wirklich krasse Moves. Und da ist das Ziel. Was bekommst du, Chat, was bekommst du eigentlich für eine Strafe, wenn du anstatt zurückzusetzen, Checkpoint zurücksetzen machst? Naja, deine Zeit geht halt einfach weiter, ne? Ist das so? Ja, ja. Aber dass du lebst und passt. Naja, ja, okay. Also deine Zeit läuft einfach weiter. Oh! Scrappy gained the 9th local record. Okay, Scrappy. Scrappy, wie viel muss fließen, damit du eine Runde für mich fährst? Nein! Ach, verdammt! Mann, diese eine Kurve da, weil da alles voll ist. Das ist, es gibt eine eklige Stelle auf der Map. Tschüss! Was war denn das jetzt gerade? What the heck? Boink! So, 2 Minuten 15 noch insgesamt. Das ist natürlich jetzt tragisch. Aber es ist auch, also. Ich, wenn ich an der Stelle zu schnell bin, reagiert mein Hirn einfach nicht. Aber es ist, es läuft bei mir nicht flüssig. Also es ist also nicht von FPS her, sondern es ist einfach 60 Hertz. Ach so, ja gut, aber. X ja gut, aber. So 60 Hertz ist doch nicht Schlimmes dran. Doch furchtbar, das tut mir in den Augen weh. Kann man sich doch nicht anschauen. Nein, spring doch nicht! Gib doch Leute, du bist mit 30 FPS leben. Oh mein Gott, ihr habt immer viele Versuche. Mann, die Strecke war machbar. Also im Sinne von, da geht wirklich mehr. Oh Gott. Hätte ich direkt in der ersten Ecke hier mal annehmen. Was ist denn hier los? Der war geil. Schade. Mann, ey. Ich denke nicht, dass ich den lokalen Rekord brechen werde, deswegen brauche ich nicht mehr losfahren. Nein, ich bin angeeckt bei einer Sekunde schneller. Och, ich bin Top 10, aber da war mehr drin. Ach. Ach, das war knapp. Mario Sale, danke für 20. Freshes Dingster, danke für 23. Bobby Skyfly, danke für 54. Und Devon, danke für 33. Holmes, danke für 56. Vielen, vielen Dank. Wir driften wieder alle am Anfang. Leute, vielen Dank für euren Support. Es sind übrigens gerade 2000 Leute da. Danke. Das ist, also Trackmania ist krank. Könnt auch gerne mitspielen, Leute. Wir spielen auf dem Funspeed-Server. Kommt dazu, kommen Sie dran. Mr. Dwarf Vader ist übrigens auch da. Scrappy hat das Spiel gewonnen. Ein Wunder, er hat auf Platz 3 des lokalen Rekords gekriegt. Elfter, so. Ja, ist schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Also, und wieder ist Hitcher nicht vor mir. Ich habe eine 4 bei mir im Rang. Es müsste Evo Funspeed sein. Wait. Bubble Mo! Ja, Evo Funspeed heißt der Server. Was ist denn das? Was war's denn? Das schaut aus wie die Umkleidekabine irgendwo beim FC Bayern oder so. Aha. Wie oft warst du den Umkleidekabine? warte, was? Was hast du da verloren? Wissen die davon? 70 Server im Start. Ärgerlich. Blue Cannon von Mr. Lag. Hier, Scrappy schreibt übrigens, wer auch immer gesagt hat, das Game ist stuck, 60 Hertz, Vollbild an, Mann. Scrappy ist sogar hier im Start, ey. Ja, Vollbild ist an, ja. Was war das? Scrappy streamt uns, der hört, was wir sagen. Deswegen geht der so ab.
Dann übernimmt meine. Aber wir gehen nochmal kurz in die Settings. Das Scrabby ist krass, Alter. Kann man, glaube ich, gar nicht, oder? Also, das Fullscreen. Ist das ja. Dirt? Oh, wir haben eine Dirt-Strecke am Start. Die Strecke sieht nice aus bis dato. Da steht mit dem Baum einfach im Weg. Ich hatte es vorher zwar umgestellt auf Fullscreen, aber es hat sich einfach wieder umgestellt. Och, ist das smooth auf einmal, da kann ich ja nur noch gewinnen. Oh, die Strecke ist kurz, Tim. Soll die auch das machen. Ist eine hier, da müsste ihr ja gefahren. Oder eine Gefahr. Keine lange Strecke, kannst du in ein paar Zeiten düsen. Da ist ein Baum. Ja. Der Dirt-Abteil ist, glaube ich, das Schwierige. Och, das war nicht schlecht. Das ist so ehrgeizig, dieses Spiel. Mann, diese Kurve nach dem ersten Checkpoint, die ist schwierig. Ja, der Schwung muss schon rechts angesiedelt sein. Naja, aber driftest du dann oder düst du sie durch? Nee, wenn du rechts, ja. Genau, ja. Bissle Dirt am Start, ganz schön dreckig. Schön gemacht! Weniger schön gemacht, okay. Das Maxi war's. McFly vor mir. Oh, Maxi McFly weg vom Fenster an der ja, Stelle. Ja, Maxi McFly hatte eine Kante, nicht genug Speed. Extra, das sieht man. So gut war ich noch nie. Da hat noch keiner den Ziel gefahren. Ja, aber dennoch. Ich muss sagen, auf den Fun-Strecken bin ich deutlich besser als auf den Speed-Strecken. Ich kann nicht so mit Geschwindigkeit, deswegen spiele ich eigentlich auch nur Strategiespiele. Rundenbasiert. Das war, da fehlt einiges an Speed. Das ist nicht. Stimmt, wie viel da bist du noch? 12 da. Der Dirt-Teil darf dich nicht bremsen. Beziehungsweise, ich glaube, die Kurve nach dem Dirt-Teil. Die darf gar nichts bremsen. Nee, die Kurve nach dem Dirt, da gibt es so eine Rechtskurve. Die ist super, super eng. Da ist es, glaube ich, wichtig, den meisten Speed zu behalten. Irgendwie. Oh, der ist aber. Das ist echt widerlich. Weil das ist halt so eine wirklich harte Kurve. Och, nö. Konntest du das mit Vollbild eigentlich im Game ändern? Also, während du auf dem Map bist? Wo das denn? Das Escape, dann mit der Maus nach oben und dann rechts auf das kleine Zahnrädchen mit dem Schraubenschlüssel drin. Und dann auf Fullscreen umstellen. Ach du Heilige. Da, ich sehe es. Und dann umstellen und dann musst du Apply drücken. Wissen auch nicht viele. Entwinden. Geh doch mal hier. Nein! Was passiert hier bei Steam? Wird angesteamt. Geräuchert. Gibi, wenn du willst, kannst du noch einsteigen. Ja, du bist ja so eine Trackmania-Legende, hast du gesagt. Ja gut, er hat auch gesagt, das ist eine Valorant-Legende. Hat er das? Zwölfter? Mann, ich... Zwölfter? Ich dachte, das ist es. Ich dachte, das war der Shit, dachte ich. War es aber nicht, oder wie? Ja, ich bin ja ein Zwölfter. Und alle überholen mich ja weiterhin. Also, war ja gar nicht. Nicht. Ich glaube, hier in der... Das... Oh, du musst am Ende... Du musst vom Dirt schon rechts abspringen. Ja, du musst. Dass du schon reindrehst. Das ist es. Nee, 13. War es, als ob du vor mir bist. Ja! Fake News. Nee. 14. jetzt. Bin ich aber auch clean gefahren, muss man ganz ehrlich sagen. Ich hab Bock, diese eine Kurve da mit Fullspeed zu nehmen. Die nach dem Dirt. Also wenn du da richtig schön rausspringen solltest, ja. Dann, wenn du das hast, bist du durch. Ja, wenn du die gut nimmst, dann machst du fertig. Da ist noch mehr drin gerade. Also ich habe gerade den ersten Teil der Strecke, den bin ich wirklich schmackulös gefahren. Ja. Also es gibt zwei schlimme Stellen gibt es. Einmal die Dirt-Strecke ohne Bremsen zu schaffen. Ja. Und dann halt die Kurve direkt danach. Das ist eigentlich alles. Und ich finde die Kurve kurz vor dem ersten Checkpoint, so die
Die muss man auch clean nehmen. Damn on them haters! Und siebter! Ja. Vor mir bist. Jawohl! Auf geht's, ja. Was war das? Meine Tastatur. Nein, angeeckt! Hallo, D-Taste, danke. Also A-Taste eigentlich. Ah. Manchmal, wenn ich mich resette auf der Map, fallen mir plötzlich Leute am Start von der Map also irgendwie runter. Das verwirrt mich voll. Wo kommt die her? Oh nein! Du krass gelenkt auf dem Dirt. Oh, wie springe ich aus der Kurve raus und muss halt wirklich ohne, nicht mal vom Gas runtergehen. Ich glaube von rechts nach links. Aber trotzdem rechts einlenken. Hey, das war ja mal nichts. Oh, knapp! Wo ist Scrappy? Dem fahre ich mal hinterher. Der weiß ja, wie das geht. Doch zuschauen kurz und dann der Scrappy rein. Jo. Ach, da muss ich schon wieder bremsen. Das ist es dann nicht. Mann, ich struggle so an dieser einen Kurve. Dabei ist die echt nicht. Welche? Die vor dem zweiten Checkpoint quasi. Nein, das klappt. Ja, das Problem, Moment, wie war ich denn da 3 Sekunden lang? Was war das denn? Hä, das war doch ein Anzeigefehler, oder? Erster Checkpoint, 3 Sekunden langsamer? Kurve zu groß genommen. Jetzt rum! Oh, zu weit rum! Ja, ich auch, nein, genau das gleiche. Ach, Manno! 2 Minuten noch on the clock. Mal erstmal die ganzen Ghosts hier ausschalten. So ein bisschen. Nein, das gehört dazu. Du möchte gern Pro. Ja, du musst wissen, was die Konkurrenz macht. Egal, jede Trainingsübungssession zählt, um besser zu werden. Du musst eigentlich mit Maximalspeed aus dem zweiten Checkpoint raufkommen, sonst bounst du beim Dirt einmal ab. Ich bin angeeckt! Wenn ich da mit dem Reifen nicht dran gewesen wäre, an dieser, so minimal, dann wäre ich weg. Hä? 3 Sekunden? Ja, war auch beim zweiten Checkpoint. Ja, was einmal, ist das? Aber dann war ich wieder vorne. Ja, da wurde ich, habe ich zurückgesetzt wegen dem Anzeigeding. Ja, Bambusel. Ja gut, aber ich habe jetzt auch mit diesen 3 Sekunden, das zieht sich aber durch. Bei jedem Checkpoint wird 3 Sekunden draufgelegt sogar. What the fuck? Nein, ich war auf gutem Kurs eigentlich. Oh, perfekt. Und, das war's. Und das plus 3 Und Sekunden das den ganzen Tag. Wir haben gleich keine Chance mehr. Ich setze noch einmal zurück. Die muss perfekt sein, die erste Kurve. Das ist es. Also nicht perfekt, aber... besser als erwartet. Könnte sich noch einmal ausgehen, wenn es jetzt perfekt gedüst wird. Ach scheiße, ist das schon rum die Zeit. Fuck! Nee, wie schnell war ich denn in meinem besten Versuch? Krass, also in Anführungsstrichen, dass ich das nicht mehr geschafft habe. Oh, ärgerlich. Es ist wirklich ärgerlich. Wir haben so viele Spieler auf der Karte, dass die Ränge nicht mehr richtig angezeigt werden bei mir. So schlecht bin ich. Weil es ist nur zweistellig der Rang.
Wie ist Scrappy gefahren? Welche Zeit? 18, glaube ich. 20, 6, 6, 18. 18. 18. Ich habe irgendwas mit 18 gesehen. Was 27. Ja. Not bad. 8, das macht Spaß. Ja, für Rennautos bin ich nicht geschaffen. Ich bin eher so der Panzerfahrer. Oh, da sehe ich mich in den Top 20. Top 100, da bin ich dabei. Evo Fun Speed ist das, Chat. Evo Fun Speed. Ach ja, und hier das Abo für Trackmania, das kostet für ein. Das größte Abo kostet 29,99 für ein Jahr. Ja. Sonst 10 Euro im Jahr. Genau, das andere ist dann 10 Euro und umsonst kann man ja auch ein bisschen daddeln. Strecken des Tages sind geil. Boah, das ist aber eine wilde Strecke, der Anfang. Erstmal Strecke angucken. Ja, geil, hier nicht springen. Dann wird da reingedriftet. Ja, von mir nicht. Aber wir fahren mal weiter. Wir drifte gucken, direkt rein hier. Wir gucken uns die Strecke erst an. Da fahre ich erstmal gegen. Ich glaube, da muss er gar nicht reindriften. Da geht auch so. Caution, mal gucken, warum. Looping. Oh, enge Kurve. Oh, der Looping ist aber schwer. Der geile Looping übrigens. Aber ja, der ist schwer. Ja, dann fahre ich direkt neu. Dieser neue Trackmania Looping ist das ja. Der war ja easy. Hä? Doch, wohin geht's denn hier? Ah, oh, den Rico musst du driften, glaube ich. Oh, was ist denn jetzt hier? Warum ist das hier so eng? Mann. Das ist mir auch gerade, ja. Wohin? Baum! Wohin? Baum? Oh, der lange, der Hugo-Looping. Und ins Ziel. Das ist halt wirklich so ein Hugo-Looping, ey. Mann, ich war so gut unterwegs eigentlich. Nein. Ja? Okay. Aber eine schöne Wand. Erstmal ins Ziel. Ja, im Ziel erstmal sein, steht man wenigstens schon mal auf dem Scorewall, ja? Ja. Auch wenn ich da von ungut von Vegetation aus dem Spiel genommen wurde. Also auf dem Scoreboard stehen stimmt auch nur, wenn du dann erstmal Top 100 bist, ne? Noch. Ich glaube, es passen 100 Leute auf dem Server, also alles gut. Achso, okay. Als ob ich gerade wirklich 99 dabei. Dunk. I don't think so. Das ist leck. Ach, angeeckt. Das sind ja 125 Leute. Hier sind ja alle im Chat. Also hier, NSGR übrigens Zweiter gerade gewesen, auch im Chat. Hallo? So. Nice. Also irgendwie, ist irgendwie cool. Also mein Reset ist gerade ein bisschen buggy. Okay, den muss man ganz links oben nehmen. Ich bin das immer. Wie verkacke ich gerade schon die erste Kurve? What the hell? Ich starte und fahre schon gegen die Bande. What the hell? Stop it! Wie nehme ich den Loop am besten, dass ich da nicht schräg rauskomme am Ende? Oh, das war knapp. Oh, das ist immer noch knapp. Okay, links oben nehmen. Oh, da will man zu viel. Okay, nicht ideal, aber okay. Verdammt. Autsch. Schön den Looping genommen. Kurve gut angeslidet, jetzt wird's eng. Bande, okay. Nehmen wir mal noch so mit, wie es ist. Jetzt wieder nicht total. Das sieht schon, ja, alte. Situation gestoppt werden, okay. Rein in den Loop. Raus aus dem Loop. Okay. Komm
nochmal 12 Sekunden schneller. Hallo. 14 Sekunden schneller. Baboom! Reicht trotzdem nur für 55. Das war ein optimaler Start. Ich muss gerade da runter. Der Start war wirklich geil gerade. Oh, jetzt bin ich aber raus langsam. Hier gibt's mehr, also bei der Einschränke, die wir gerade gespielt haben, gab es halt diese zwei Punkte, auf die du achten musstest. Ich finde, die hat mehr. Ja. Ja, Scrappy schreibt auch schon, der Server geht gerade dead, ja. Merke ich auch. Ich bin wieder plus 3 Sekunden angeblich. Das ist aber auch ein Bug dann, oder? Ja, das liegt wahrscheinlich am Server, weil der irgendwie nicht mehr hinterherkommt. Erster Checkpoint, 11 Sekunden schneller. Zweiter Checkpoint, 4 Sekunden langsamer. Ah ja! Ja! Man kennt's, ja. Ich frag mich, ob er da dann einfach so die Zeiten von anderen Spielern mit reinmischt dann. Ja, am zweiten Checkpoint kriege ich immer plus 3 Sekunden mittlerweile, egal was ich mache. Ja. Nein, Checky Point. Okay. Hui. Noch einen guten Hugo fahren. Und 16. Oje. Und dabei habe ich den Anfang wieder verschissen. Oh, jetzt laggt es hier. Chat, ihr macht den Server kaputt. Hört auf. Alle Autos teleportieren sich. Oh ja, jetzt war auch noch. Ach du Scheiße! Wir verschwinden Autos in der Straße. Help! Jetzt noch einen guten Hugo fahren für Top 20 und hoch! 9. Und dabei habe ich wieder Kacke gespielt. Da war wieder mehr drin, ja. Autos backen rum. Dafür müssen echt die anderen Spieler ausmachen. Der zweite Checkpoint ist mittlerweile verbuggt. Also der gibt ja. Also es ist wirklich nur dieser Checkpoint. Ja, ja, es ist immer plus 3. Ich habe immer minus 3. Wenn ich jetzt noch checken würde, wie man den Looping perfekt nimmt, da hänge ich gerade. Den halben Hugo da. Autos, das ist sogar das, ey, holy shit. Das war meine beste Zeit an der Stelle. Da hätte ich, also das wäre so viel besser gewesen.
Nein, immer Nein wählen. Weitere Strecken. Ah, scheiße, die Zeit reicht ja gar nicht mehr. Automüde. Automüde. Theron Norris, danke für 18 Monate. Gin X, danke für 23. Dresadil, danke für 42. Mr. Erdnuss Bier, danke für 37. Juni, danke für 25. Bubble Mo mit 41. Und Dead Town, danke für 2000 Bits. Vielen, vielen Dank. Scrappy hat gewonnen, wie immer. Überraschend. 18. am Ende noch. Was? Mr. Erdnussbier? 50 insgesamt, sorry. Hier bei mir steht 37 in Folge. Aber na klar, Mr. Erdnussbier. Ich weiß ja, dass du eh schon ewig dabei bist. Also, vielen Dank für 50 Monate gesamt. Ja. Internator, 49 Monate. Ice Faturi, herzlich willkommen. Und Mr. Erdnussbier, wie gesagt, wie viele Jahre sind das jetzt schon? Vier Jährchen. Guten Hunger, Scrappy. Viel Spaß. Scrappy geht essen. Ja, das Server schmiert ab. Gar nicht. Da läuft nur alles. Perfekt. Wir fahren jetzt sogar mit dem unsichtbaren Bootmobil. Train, dann mal einsteigen. Tut. War nicht mal auf dem Scoreboard zu sehen. Das Scrappy war so schnell, der war nicht mal zu sehen. Ne? Dirty Teddy, vielen Dank für 5 Subgifts. 2800. Obwohl nicht zu sehen. Ich glaube, wir werden jetzt nicht zu sehen sein. Ich glaube, der Server ist off. Du kannst schon fahren mit der Kamera. Da hätte ich davon schon halt wirklich welche. Ja, da fahren wirklich welche. Hallo? Ja, ich fahre. Ich habe auch schon angeblich seit 17 Sekunden gefahren. Juni, auch dir danke für die Subgifts. Da ist gerade einer voll gegen das Schild gefahren. War das geil. Ach, dann fährt immer noch nicht. Nee, fährst du schon? Ja, ich fahre ja schon. Okay, dann hast du auch einfach das Bild gehabt mit der Top-Down-Sicht? Ja, 17 Sekunden oder sowas. Und dann konnte ich selber fahren auf einmal. Okay, dann warte ich mal noch. Homie. Also mal probiert zu resetten. Ja, da habe ich schon gedrückt. Ich meine, vielleicht kannst du in Zuschauermodus gehen und so lange irgendwem zuschauen. Ich kann gar nichts. Ich kann nicht mal Pause drücken. Also ich bin das ist vorbei. Ja. Oh Gott. Na, du bist nur noch Zuschauer. Du musst kommentieren. Und hier sehen wir, gehen sie in die letzte Kurve nach und nein. Bonnie, auch dir vielen Dank. Was mach ich jetzt? Rudi, warum subgiften jetzt alle? Um den Scam. Was war das? Ich hab mich teleportiert. Ja, ich auch. Das haben immer alle sind gegen die Wand gefahren. Ich wurde einfach zurück. Das nächste Mal, wenn wir einen Server machen im Stream. Ne? Ich glaube, wir dürfen nicht Rudi sagen, welchen Server wir haben. Wir müssen jetzt weiter rein. Also ich starte neu. Leute, vielen Dank für die Subgift. Wir starten eben neu den Server. Also das Spiel. Nee, Dirt-Strecken ist nicht geil, ey. Ich guck gleich mal im Hauptmenü wieder. Vielen, vielen Dank für euren ganzen Support, Leute. Ich bin gerade an einer unsichtbaren Ecke irgendwo angeeckt. Man kennt's. Evo-Dirt, doch. Der Masse. So, wir gehen auf. Evo Funsby ist gerade der vollste Server. Wir sind auf einmal auf Platz 1. mach mal Short Tech oder so. Ja, dann Full Speed Short. Ja, okay, auch gut, ja. Okay, wir gehen auf Full Speed Short. Und der nächste Server down. Ja, wir gehen auf Evo Dirt, Chat. Nein, ihr seht's ja. So, ich bin drauf. Bitte einzeln connecten, ja, anstellen, gucken, dass nur 50 Leute... Ach du heilige Mutter Maria. Was? Der macht keinen Sinn, die Strecke. Wieso? Ich weiß nicht. Ah, geht. Bin nur am Anfang eventuell gegen die erste Wand. Hä, du bist mir einfach geradeaus weitergefahren. Du bist mir... Bist auf welchem Server bist du gerade, Tim? Evo, Full Speed Short, wie die... Hä, du bist mir nachconnected und konntest trotzdem früher spielen als ich? Warum ist dein Ziel direkt in der Ende der ersten Kurve? Und du? Das wäre ja auch zu tricky. Harry, ich vergesse immer, dass du mit dem Auto ja gar keine Corners cutten kannst. Also im Sinne von... Es ist so ein easy Sprung, weißt du? Da ist so eine ganz kleine Lücke. Aber dein Auto würde sich direkt an diese Ecke heften. Ah ja.
Oh, ich fahre eine Decke. Was denn das denn? Was denn das denn? Oh, oh. Okay. Diverse Hindernisse. Hallo! Hä? Oh. Ich hab gar nicht auf die Zeit geachtet. Ich auch nicht, aber ich war auch so. Ich war noch voll im Rennen. Irgendeiner war gerade im Ingame-Chat und hat Evo Dirt geschrieben. Ja, ist er das? Der aus dem Stream-Chat. Hier. Nee, nee, nee. Oder? Das wäre lustig. So. Alle wieder hier. Evo Dirt, hallo. Das ist die gute Strecke. Genau. Alle auf Evo Dirt. Ihr seid hier falsch. Ich sehe nichts, also im Sinne von Streckenmarkierung. Die Sonne, ich wurde geblendet. Laut hier, ich sehe nichts, was? Was? Wo muss ich hin? Ja, das meine ich damit immer, ich sehe nichts. Ah! Erstmal die Strecke kurz zu Ende fahren. Ah ja. Ich bin direkt irgendwo hingesegelt. Komm, gar nicht zu Ende fahren. Ist basic. Ah, hier geht's runter. Ach, ist eigentlich easy, ja. Ja, doch. Ja, eigentlich einfacher als gedacht. Ist quasi. Das, okay. Jetzt ach, durch den halben Ring. Die kenne ich nicht. Echt nicht? Nein, nein, nein. Bist du schon gefahren? Nee, nee, wir haben so Kacksprung gespielt. Was? Soll sich in der Sprung ausgehen? Oha! Ich glaube, dafür brauchst du halt Fullspeed. Also so. Da bin ich nie gut. Bin generell nie gut, aber. Okay, aber man kann am Anfang eigentlich maximal fahren. Warum sollte man da rechts fahren? Also ich bin da jetzt einmal hochgekommen, aber da sind auch manche Leute rechts gefahren. Warum? Leute, vielen Dank für euren unendlichen Support. Das hört ja gar nicht auf. Dankeschön, Chat. Please remain seated during the scam train. Komm schon! Nein. Okay, jetzt. Card Incorporation. Oh Gott, da geht's aber echt. Hey, gerade. Die ist aber, also das ist wirklich Full Speed. Die ist wirklich eigentlich durchdrücken, ja. Ist das der Trick? Ist das der Trick? Muss ich ins Ziel fliegen? Also Moment, fahre ich da wirklich falsch oder ist das der Weg? Das ist die Frage. Das weiß man. Fahrt ihr da mit Fullspeed über die Rampe und fliegt dann bis da hinten hin? Ich weiß. Ja, auf so eine Buckelpiste. nach dem Wallride, meinst du? Ja, dann fährst du mit Fullspeed da so eine Rampe hoch und dann hebst du ab. Hebt ja, man da? Und dann ist da hinten, aber dann ist da halt einfach direkt wieder so eine Halfpipe, wo du durch musst. Dann habe ich immer noch nicht genug Speed gehabt dafür. Nope. Ich glaube, ich hab's verstanden. Ich konnte mir das gerade in aller Ruhe angucken, als ich da wieder runtergefallen bin. Ich muss mir das nochmal kurz, irgendwie kurz nochmal selbst davon überzeugen, dann kann ich da vielleicht gleich einen sinnvollen Hinweis mitgeben. Ist es das? Chat, ist das der Weg? So, da ja, also ich komme da aber nicht hoch. Ich komme da auch nicht hin, also ich bounce immer ab. Also wenn du hier überhaupt ins Ziel kommst, bist du schon auf jeden Fall Top 10. Ja, okay, du musst da hoch. Du musst da hoch, aber du musst da hoch. Ich habe gerade mal zugeguckt. Chat, ich bedanke mich gleich nochmal bei euch für euren Support. Ich will die Strecke jetzt einmal schaffen. Ich bin immer in der ersten Halfpipe direkt. Ich bin irgendwie, heb ich immer ab und dann kann ich nicht mehr lenken. Ich kriege ich irgendwie schlecht. Oh, das war nicht gut. Komm schon! Wobbeln! Nein! Ich liege am selbst. Das war nicht genug. Und ich glaube, du musst den Sprung auf die höhere Plattform da so gut hinkriegen, dass du halt wirklich ganz links auf die Plattform springst fast. Ich glaube, es ist so, dass du im Moment einfach irgendwie auf die Plattform kommst, ehrlich gesagt. Nein. Flupp. Komm schon! Scheiße, ich will mir doch eigentlich nur die Strecke mal angucken! Wir haben noch 4 Minuten 20. Aber das ist es. Du musst da hoch. Jetzt hab ich's. Also ich sag's. Ich kündige es einfach jetzt schon an, dass ich es jetzt hab. Zack, zack. Und rum. Da nicht hin.
Also ich glaube, das ist doch hier hoch und dann musst du den, aber den schaffst du halt nur, wenn du, den kannst du nur machen, wenn ja, du da oben landest. Nicht, weil dahinter ist ja ein Ziel. Also nein, das ist kein Ziel. Das ist ein normaler Checkpoint. Achso. Aber ich krieg doch nie im Leben genug Speed, um da hochzukommen. Ja, ich weiß auch nicht, wie du da vernünftig, also den Looping dann da nehmen sollst. Die Strecke dauert 1,21 so, wenn man unserem Ersten da Glauben schenken darf. So, ich bin jetzt da oben, aber... Wie hast du das gemacht? Ja, dann hast du nicht genug Speed, um den Looping zu machen. Genau. Na, du musst oben landen, sonst schaffst du es nicht. Also, wenn das überhaupt der Weg ist. Das geht! Ich hab's! Ich wollte gerade sagen, einfach falsch rum. Nee, ich hatte einfach so viel Speed! Ach ja? Ich krieg keine Kontrolle über das Auto! Ich bin gerade einfach, einfach rückwärts in diesen Checkpoint da oben. Ich hatte es! Ich habe es geschafft. Ich will doch nur zu Ende fahren. Aber jetzt habe ich kein Speed mehr. Nein. Es geht, wenn du wirklich... Ich bin da so clean oben gelandet. Ja. Mich würde interessieren, wie viel km/h du wirklich dafür brauchst, um dort oben... Und welchen Winkel, also wo du abspringen musst wirklich, wo du landen musst, etc. Weil das... Ja, auch boah, da war bei mir aber ein Millimeter nur. Ja, anscheinend geht's hier auch in 30 Sekunden. Ha. Doppelt zurücksetzen? Ja, gut. Das hätte ich noch wissen müssen. Oh, die war hart. Also, für uns. Für mich. Ich will gar nicht für euch sprechen. Ja, ja, doch. Alles, was mit Fullspeed zu tun hat, ist für mich leider unmöglich. Nein! Nein! 650 km/h werden benötigt für den Sprung. Ich glaube, ich war gerade irgendwie auf 630 oder sowas. Das war richtig knapp. Das sind 650! Ja! Nein! Jetzt komme ich nur auf 600. Dieser Loop! Also ich weiß auf jeden Fall jetzt... Aber das schaffe ich nicht. Du musst, ich glaube, der Trick ist es, um den maximalen Speed da rauszuholen, ist, dass du aus der Halfpipe quasi... Ganz früh musst du raus. Ganz früh runterkommen. Ja. Da. Das Ziel ist ja frech. Mann. Ich will's... Ach, schade. War schwer. Ich habe immerhin eine Zeit und bin 13. Nice. Ich bin halt oben richtig scheiße gelandet, bin aber dann rückwärts in diesen, da wo der Turbo-Speed ist und mit dem halt einfach weitergefahren. Ja, das hätte ich auch machen können. Ja, das habe ich auch. Habe ich auch einmal geprobiert, aber dann hat sich mein Reifen irgendwo verhakt und dann bin ich rausgeflogen. Setz doch nicht immer komplett zurück, doch wenn du eine richtige Zeit haben willst, also dann musst du ja ganz so wie es jetzt. Wenn du einfach nur ins Ziel willst, dann musst du das natürlich nicht. Sind die Checkpoints schon wieder im Hin? Weil ich habe gerade schon wieder plus vier Sekunden im ersten Checkpoint gehabt. Leute, vielen, vielen Dank für euren ganzen Support, gerade bei dem Hype Train. Das war krass. Also vielen, vielen Dank, Leute. Danke an alle Subs, Resubs, die da reinkamen, an alle Sub-Gifts. Das war insane. Das war ja der Wahnsinn. Hype Train! So, die sieht machbar aus. Ja. Das habe ich schon häufiger gesagt. Nee, das hab ich noch nicht gesagt. Ich habe schon eine ganze Menge gesagt. Und es geht auch schon wieder los. Die war crazy. Hat aber Spaß gemacht. 3, 2, 1 und... Haben wir noch nicht. 3, 2, 1 und dann bin ich wieder in der Luft an sich. Genau. Was ist denn hier los? Ist das schon wieder so eine Kacke? Ah, jetzt. B, ja. Also im Sinne von, geht's jetzt schon wieder nicht? Ach so, da lang?
Schöner Sprung durch die Bäume. Ach, Cashblüten! Weit links, okay. Habe ich gerade richtig gesehen, dass ganz links der Checkpoint war hinter dem Sprung. Ja. Ja. Ah. Elegant. Na komm, das kriegen wir besser hin. Oh, da brauchst du auch schon guten Speed. Wenn du den Sprung machen willst. Puh, das ist eine... Sie sind anspruchsvoller als die Highspeed-Dinger gerade, finde ich. Ja. Der Rekord auf der Map ist 29,148. Oh, das ist schon, die sind schon ein bisschen zu hart für mich. Boah, ist das schwer. Gar kein Gefühl für die Kurve. Ich komme auch noch immer nicht clean in den ersten Checkpoint rein, so, also. Ne, clean habe ich jetzt auch nicht geschafft, aber ich fahre sie jetzt einmal zu Ende, sofern ja. möglich. Ja, ne, ich segel direkt aus dem Looping raus. Wie aber alle gegen diesen ersten Checkpoint donnern von. Ich glaube, man muss mehr Anlauf auf der Rampe holen, kann das sein? Ich hab's mir auch schon gedacht, ja. Hast du es clean gerade geschafft? Nee, aber nicht so schlimm wie in den Tries davor. Ja. Also noch annehmbar. In den krassen Boah. Okay, aber das ist eigentlich auch schon alles, wie es aussieht. Okay, das ist ja fies. Vor dem Ziel ist ein ganz mieser Checkpoint. Da bin ich ja schon mal Dritter, ne? Echt? Ich glaube, ich sehe es. Ich mach das Ding klar. Ich mach den klar. Die Strecke gehört mir. Und auf geht's. Und drüber über den Checkpoint. Das war gut. Das war, ich sehe es, ich mach das. Oh, top. Wo ist der krasse Skip? 30 Sekunden schaffen das hier, Leute. Ja, holla, die Walpe. Ach, komm schon. Nummer 11. Elfter? Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Da ist mehr drinnen, ja. Nein, das wäre clean gewesen, aber zu weit rechts angesetzt. Ich hatte es clean geschafft, Tim. Der Anfang war, also jetzt so vom Glück, es war natürlich kein Skill da vorhanden. Ich glaube, ersten Checkpoint habe ich zeitlich perfekt gemacht. Ja, krass. Nein! Oh. Ich hab's auch gerade wirklich clean geschafft eigentlich. Dollar, du hast es auch super clean mittlerweile. Ja, aber wenn ich danach nicht so kacke wäre! Hast du irgendeinen Trick dafür? Ich halte wirklich den Speed gedrückt. Also ich lasse nicht einmal los, ich bremse nicht. Und ich gehe die erste Kurve von rechts so an, dass ich voll nach links lenke und dann bis durchfahre. Okay. Also ich korrigiere nicht mehr. So, es ist ein Move, der mich da durchbringt. Und wenn du das hast, also wenn das klappt, dann sprachst du auch den Sprung automatisch. Okay. Ach, das ist viel zu früh. Viel zu spät. Das ist halt ärgerlich. Knapp. Was ist der Indikator dafür? Oh, jetzt habe ich gesehen, was da. Ja, das müsste sein. Ah ja, ich sehe, was du meinst, ja. Der Anfang ist tatsächlich einmal, wenn du einmal durchziehen genau. kannst, perfekt. Wenn du es wenn in einem schaffst, dann... Ach, Mann! Ich dachte erst gar nicht, dass das geht.
Ja, doch, doch, aber wenn das passiert, dann schaffst du den Sprung. Wieder verkackt, ja. Wenn man denn nicht am Anfang auch gegen die, das Tor springt. Nein, Mann, ich bin zu nervös. Ich hab schon, weißt du, quasi, wenn du aus dem Looping, nach dem Looping musst du ja direkt links rein. Ja. Also, und ich wollte mich halt schon ausrichten und nach rechts lenken quasi, aber bin dann halt aus dem Looping raus. Eine Zeit will ich noch fahren, eine vernünftige. Oh, das war schmackhaft. Der Speed muss da hinten passen. Der muss perfekt sein am Ende, damit das... Oh, ich bin auf einmal Profi geworden. Let's go! Du fliegst so richtig eklig da beim Ziel. Ich mach den einfach nochmal. Ich meine, 30 Sekunden sind drin. Hat zwar noch nicht genau gesehen, wo, aber sind drin. Nicht schon wieder. Geh doch da hoch! Verdammt. Ich muss aus, ich darf den Sprung im Looping nicht machen. Oh nein, bitte gib mir noch einen perfekten Start. Einen perfekten Start jetzt! Ja, ich will auch noch... Komm schon! Alter, das wird nicht mehr gehen jetzt. Aber der muss es jetzt sein. Nein! Fuck! Ah! Oh, wir haben einen... Haben wir Profispieler mit dabei? Ach du Scheiße, jetzt verschwinden die Autos wieder in der Straße. Nein! Mann. Das habe ich mir leider selbst zuzuschreiben. Jemand hat übrigens hier gerade den Map-Rekord gemacht. Mann! Ich hätte hier mitfahren können auf der Strecke. Ja. Ich hätte hier... Das war's. Also ich hatte es... Ich war dran. War auch echt gut dabei eigentlich bei einer Zeit, aber bin dann leider rausgeflogen. Der letzte Sprung war's, der es mich gekillt hatte. Dieser, wo du ganz, ganz knapp wieder landen musst. Ja. Entweder ein Airbrake oder war halt wieder nur kmh-mäßig nicht perfekt. Ah, das macht Spaß. Also das ist so dieses, du denkst am Anfang, wie soll ich denn um die Kurve kommen? Ne, wie soll ich denn um die? Und dann irgendwann hast du, ich hab's einmal aus Glück geschafft und dann zack, 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 schaffst du es immer wieder. Ja. Hand. Hand. Das war wieder RIP. Okay. Dann ist mein Auto noch sichtbar. Ja, wie gesagt, bei mir fing die gerade an, in der letzten Kurve überall wieder in der Straße zu schwinden. Chat! Hört auf! Vivo Trackmania kann man wirklich lustig streamen. Das macht einfach, ist einfach eine chillige Sache. Okay, los geht's. Erstmal gucken. Oh, erstmal kommt Super Boost direkt. Super Boost. Mal Lucky Lucky machen. Einmal Lucky Lucky machen. Da brauchst du bestimmt schon wieder den richtigen. Ja. Oh, perfekt. Gott. Und tschüss. Und tschüss. Ich hab wieder keine Ahnung, wohin. Ich resette einfach. Hui. Oh. Oh. Nein. Au. Wohin denn jetzt? Ach so, nach rechts. Links, rechts, links, rechts. Ich will mir mal die Strecke erst anschauen. Au. Turbo! Wann bin ich durch? Wie ich an Maxi vorbeiziehe mit 2000 km/h. Oh Gott, der Lupe. Verpiss!
Da bist du gerade wieder hoch in den Looping. Ja, ich habe einen doppelten Drehung. Du hast den Looping zweimal genommen. Okay, die ist geil, die ist geil. Die Map ist dies eigentlich ziemlich cool. Machbar, ja. Komm, jetzt aber. Nein. Turbo, going fast. Wohin? Slalom, Baby. Looping. Aha. Nochmal Super Turbo. Wie bin ich Siebter? Hallo? Da geht's wahrscheinlich wirklich nur um Millisekunden. Hallo? Ich bin 18. Hallo? Dina, kann ich's nicht mehr fahren? Ich kann sagen, mehr kann ich aber auch nicht mehr. Das ist alles, was ich kann. Man darf im Looping halt nicht driften. Also ich glaube, die meiste Zeit verliere ich im Wallride. Da müsste ich am meisten Speed verlieren. Ah, dieses Hin- und Her-Pendeln, das killt mich. Nein! Ja. Also ich glaube, dieser Drift-Sound darf nicht kommen. Wenn du im Wallride oder im Looping oder so bist. Du hörst ja manchmal den Reifen. Ich glaube, wenn das passiert, da geht die Geschwindigkeit runter. Ja, aber ich glaube, das geht gar nicht. Also das ist automatisch, wenn du dann die Vertikalität änderst, so driftest du, glaube ich, immer ein bisschen. Ach komm, das ist Betrug. Ich meine, das ist doch... Hallo? Wo? Wo ist die halbe Sekunde? Server trackt wieder nicht richtig, ne? Diese Ecke schon wieder. Was? 1,6 Sekunden hinten? Hä? Kackst aber ganz schön ab, Tim, ne? Ja. Sogar schlechter Fahrer. Offensichtlich. Was mache ich denn jetzt? Also jetzt weiß ich weiß ja nicht mal wo. Ich weiß ja nicht mal wo ich immer die halbe wieder sind. Weiter probieren. Ja, aber wo hole ich die halbe? Also an welcher Stelle? Nein! Ich jetzt so schnell, dass ich jetzt diesmal nach unten kann. Ja. Oh, Lord. Der eine. Jetzt war ich 1,5 Sekunden vorne. Der eine ist beim letzten Looping links rausgeschossen. Aber die Frage. Warum zieht mein Controller nach rechts? Ah, deswegen bin ich so schlecht. Kaputt. Aber ich glaube, wenn du beim letzten Looping links rausfliegst, anstatt den ganzen Mann, du triffst den Ring doch gar nicht. Der Ring ist ja dahinter rechts. Schnell. Nein, den verstehe ich noch nicht. Wiggeln macht einen schneller. Ich glaube, das ist nicht mehr so. Ich glaube, das haben die doch mit dem Trackmania extra rausgenommen. Slalom, Baby. Nein, nein. Wieso? Ist da eine Kante gewesen? Kanten Gaming, okay. Goddammit. Vor dem letzten Looping. Boah, zwei Sekunden schneller. Als ob Dalo 35,1 fährt. Wie? Ja, aber 35,1 ist eine Kackzeit, Tim. Ja, ich frage mich gerade, wo meine Sekunde fehlt. Ja, ich frage mich, wo meine dann 3 Sekunden fehlt oder so. Wie 3? Du musst ja nur in einem durchdüsen. Ja, aber... Düs. Ja, düs im Sauseschritt. Du musst ja nur den rechten Stick runterdrücken und die Strecke langfahren. So fährst du 35, ja? So. Diese Kante... Jedes Mal. Frage ist, wo fährt man 34, ja? Was, bei 36,5? Alter, wie viel Kante erwischt? Fuck!
eventuell den Huckel vom letzten Looping später nehmen. Na, aber davor, also ich muss ja irgendwo... Scheiße, warum wollen die denn 8 Minuten adden? Drückt F2, F6, Leute. Ich glaube, die Leute haben den Ehrgeiz gepackt. Drückt nein. Die ist gut gegenhalten, schaffbar. Gegenhalten. Super, ja, aber wir brauchen mehr Strecken. Ich bin neutral. Wir können nicht nochmal 8 Minuten die hier fahren. Also, können schon anscheinend. Jawohl, Chat hält gegen. Nein! Oh Mann. Die eine Halfpipe, wenn ich die zu schnell bin, dann hau ich da voll von der Bahn. Die Frage ist, Chat, wenn du im Wallride, willst du so lange wie möglich oben bleiben, um am Ende mit Speed runterzukommen? Oder willst du so früh wie möglich runterkommen, um so lange wie möglich fahren zu können? Ja, das ist eine entscheidende Frage. Und wichtige Frage, die du da stellst. So, da sind wir. 35.02. Hauptsache Fadalu. Aber wir haben ja noch 9 Minuten, nachdem die Abstimmung ja gerade durchging, ne? Ich hol dich jetzt, Tim. Das war's für dich. Ich bin ein Idiot. Ich hätte 34 gehabt. Doch, das hat sich gerade erledigt. Ich hätte 34. Ja. Kante. Ich war auch wirklich gut unterwegs. Ich hatte auch gerade wieder, ich hatte 7 Sekunden Vorsprung auf meine Topzeit. 7 Sekunden? Hatte 21 wäre ich. Lala. Schon wieder 34. Okay, 34,9 schaffe ich. Bevor wir hier nach Hause gehen, stehe ich da auf 34,9. Ja, 34,9 sind in allen Fällen drinnen, ja. War nicht ganz so clean gefahren, aber. Nö. Hoppala. Da war ja nichts. Ah, die 34,4 von Sinxto. Ich wähle 34,9. Das ist mein Ziel, Tim. Komm. Ja, da setze ich mich auch. Eine 34 machen wir. Maxi auch. 34. Ich habe gerade die 36 erst. Eieiei. Zu viel Gelenke. Guten Vorsprung rausgefahren hier. Jetzt hier nur nicht vergeben. Das leckt wieder. Keine. Guter Rückstand. Nein, am Ziel vorbei. Bernd, ich treffe nichts. Nein, 0, ich habe auch nichts getroffen. Sekunden schneller sein, dann habe ich 34,9. Ja, 34,9, Tim. Das ist die Challenge. Das ist die Challenge, ja. 34,9 für uns. Ja, wenn wir hier nicht vorne mitfahren können. Ich muss 36 nehmen, das reicht mir schon. Maxi, 34,9. 34,9 ist machbar, komm. Maxi, sieben wir mal auf den 5. Ich kann mich nicht mehr zurücksetzen. Gar nicht, ja, das war's leider. Shit, RIP. Ich fahr jetzt 34,9. RIP. Ich fahr meine 34,9, Tim. Ich kann nichts mehr machen. Ich hänge im ersten Checkpoint fest. Ja, ich denke auch. 34,9! 34,7! 16! Oh! Ja. Dalu! Mann, ich will doch auch gegenfahren, aber der Server hängt leider. Ja, das ist hängt egal. Halt. 16. Abpfiff. Schiri sagt aus. Jeder aus, hätte seine Zeit aus. Zu Ende fahren können, ja. Der hat deine Zeit nicht gewertet, weil der ja, Server down ist. Aber der ist schon vor geraumer Zeit down gegangen. Aber wechselt er die Map? Nee. Das Scoreboard ist einfach weg, die Zeit läuft weiter. Ja, aber du bist auch nicht in den Top. Ist einfach off. Rip. Einfach off. Okay. Aber ich hab die 34 noch. Aber es wurde nicht gewertet. Hier Evo Dirt, da will ja keiner gut, hin. Außer einer. Evo Dirt sehe ich nicht, den Server. Das bei mir im Solo gerade angeboten wird, Mr. Lags Collection. Das sind wir, glaube ich, gerade gefahren. Also. Wie wär's, wenn wir Evo Fullspeed beginnen, dann ziehen uns die anderen ab.
Board und Minitech, da sehe ich uns. Ne, Minitech sagt. Geil. Wie wär's denn mit Evo All Styles? Dann haben wir alles dabei. Evo All Styles, das klingt ja super. Das klingt, als hätte ich auch mal eine Chance. Komm, wir gehen auf All Styles. Okay, okay. Join Game und los. Da ist alles dabei. Short Take, Full Speed. Kann dir nicht hinterher joinen, ich sag's wie so. Server hält auch eh nur 30 Sekunden. Ah, Shining Friends. Wex, altes Haus. Wex, hast du heute Zeit? Irgendwann im Laufe des Tages. Ich muss eine super wichtige und witzige Aufnahme mit dem Mann. Dauert nicht allzu lang. Ach du Scheiße. Das ist Eis? Das ist Eis. Nice. Ach du Scheiße, wo geht's hier lang? Ich werde nicht um die Kurve kommen. Baum, frohe Weihnachten. Help. Langsam. Ja, nein. No. Also anstupsen, die Taste. Was zur Hölle? Ja, wir testen uns mal, wie ich glaube jetzt sehr, hier sehr an der Kante, an. Ja. Nein, das geht sich nicht aus. Oh, doch. Schön gemacht. Nein, nein, Hilfe. So, ersten Checkpoint habe ich. Ich werde in die Tiefe gezogen. Zweiten Checkpoint. So, jetzt kann man Gas geben, oder? Nee. Komm, nicht schon wieder. Ist das Eis? Ist immer noch Eis. Ist immer noch Eis. Ja. Schön, und jetzt? Ersten Checkpoint rein. Scheiße, und jetzt? Rechts halten. Rechts rum. Man muss rechts bleiben. Schön in den zweiten Checkpoint. Alarmstufe rot, ne? Voll Speed. Ach so, man slidet mit dem Speed, den man hat, schon in den zweiten Checkpoint wieder rein, oder was? Das ist krank. Wohin? Des Weges jetzt hier. Ha, ich rutsch einfach runter. Was ist denn das für eine Strecke? Oh, oh, Ziel. Vierte. Ist das doof. Oh mein Gott. Ja. Hauptsache Vierter, sag ich da immer. Nein, Benny reiht sich vor mir ein. Ja, Benny schummelt sich hier vor. Das ist das Ziel. Zweiter, na klar ist er Zweiter. Der weiß, wie es sich auf Glatteis anfühlt. Halloween-Gefahr. Auf Glatteis. Was geschieht denn hier nur? Was ist denn das für ein Slide hier? Das wird in Deutschland nicht passieren, hier sind die Räumungsdienste aktiv. Hat aber gut gemacht jetzt hier. Boink. Nein, zu tief. Ja. Ja. Hm. Mann, ist das bescheuert. Das ist doof. Uah. Ich möchte anmerken, dass der Rekord für die Map 25 Sekunden ist. Ja, das kannst du, wenn das perfektionierst. Gar nicht perfektionieren, so ehrlich bin ich. Einfach nur durchreicht. Ja, wie meine T3-Prüfung. Hauptsache durch. Hä, wie als ob ich langsamer war? Das war ja absolut insane. Verkehrt herum. Band! Okay. Scheiße. Okay. Schöne 3 Sekunden Rückstand, aber ja, das kann schon mal wenigstens werden eigentlich. Boah, das wurde aber nochmal knapp. Ich hänge auf dem Boost. Komm, hol doch den Reifen da rein! Ich hänge auf dem Boost. Hol doch den Reifen da rein! Ich war bei 30 Sekunden auf dem Boost und dann hänge ich da rechts fest. Hol doch den Reifen. Ah, nicht so dumm sliden hier. Komm, pack doch halt mal die Winterreifen drauf. Aber der Anfang ist schon geil, weil alle so ganz vorsichtig links, rechts. Nein, das ist wirklich zu schnell, ja. Okay. Ach, das ist aber auch Shit. Aber das ist eine Streckenerfahrung, auf die ich durchaus hätte verzichten können. Nee. Ich finde dich super. Hat das gewisse Extra. Ah, das gewisse Extra an Salz auch sehr nützlich.
komplett auf die Idee. Komm schon, schön durchgedriftet. Jetzt hier nochmal mit. Ja. Ach, das ist es nicht! Nein, nein! Nein! Doink! Hier schleichen aber auch echt ein paar Leute rum, ey, die völlig lost. Auf den Checkpoint drauf. Ich hab beim einen Versuch habe ich das Ende perfekt genommen. Das ja, ich ja hab, das habe ich auch einmal. Auch, ja. Dann kam ich aber leider über den Boost nicht raus. Nein, immer an diese Kante. Wieso? Nein! Ich hatte eine perfekte Runde und die habe ich verkackt am Ende. Fuck! Nein! Nein! Ah, 25 Sekunden, Royce. It's out. So gut. Wer jetzt startet, hat verloren. Außer ihr macht einen neuen Rekord, aber. Schön rein in die Katakomben. Wechsel geschrieben 18 Uhr. 18 Uhr. Ich merke es mir, Wechsel. 18 Uhr. Warte, ich bin eine halbe Stunde. Was hast du denn vor? Da will ich nicht sagen. Wird ein Video für YouTube habe ich so noch nie hochgeladen. Okay. Wird ulkig. Gespannt. Das wäre wirklich lustig. Das wird ein reines Fun-Video. Okay. Neko Neko Café oder so bestimmt. Nur dafür kann man wechseln. Genau. Nein, das wäre schon. Komm, jetzt geben wir uns bitte was Anständiges hier. Wer wird Millionär? Dirty Teddy, altes Haus. Wer wird Platz 4. Millionär, ja. Ja, Dirty Teddy ist echt nicht schlecht. Der hat man doch letztens schon gesehen. Dass er ja, irgendwo einen Rekord hielt. Dirty Teddy, du bist bei uns in dem Video zu sehen, ja. Wenn du gerade im Streamchat bist. Du kommst bald auf YouTube. Du hast da mit uns gezockt. Was wird das Wildes? Heißt die Map Kindheitstrauma oder The Dead Guys? Ach, das sind die Namen von den Erstellern, glaube ich. Oh nein, Beatboxner Jodler. Yeah. NSGR schreibt ja shit, viel Glück und der kennt sich aus. Drive back von GPS. GPS ist für Loser. Links! Was passiert hier? Ah, da hoch! I'm out. Ist das die, die... Ich glaube, Lennart meinte mal, dass die Strecke unglaublich schwer ist. Die, gibt's sie nicht in jedem Trackmania? Ja doch, das steht gerade im Chat. Ich glaube, da setze ich von Checkpoint zu Checkpoint zurück immer. Ach, die heißt auch einfach Kindheitstrauma, deswegen. Wenn die wirklich bei jedem Trackmania da war. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber ich habe es irgendwie in den ersten Checkpoint geschafft. Oh, the fuck. Oh, da bin ich aber nicht schnell genug. Für den Wallride, oder? Wird knapp. Das ist insane geil. Muss ich lang da lang? Ich glaube, ich bin im Kreis gefahren. Deswegen also GPS. Ja. Hä? Achso, da muss ich lang. Nee, war ich hier nicht schon mal, Chat? Muss ich da lang? Chat, ich war hier schon, oder? Die ist super geil. Hä? Muss man einfach wieder zurück? Das war das Ziel! Ah. Ach, da muss man hin. Okay. Ich finde die mega gut. Okay, einmal hier lang. Nein, ich bin aber auch ein Trottel! Komm jetzt! Ja. Die ist insane geil. Mann, wieso bauen sich denn da immer ab? Oh, da habe ich so ein gutes Stück gefahren und jetzt liege ich auf dem Kopf. So, kann ich jemand umdrehen? I need help. I need a parent. I need... I'm a battle control.
Was ist das für eine geile Strecke? Okay, nochmal neu. Hä, wir sind nur 3 Minuten. Jede Runde den gleichen Fehler. Chat, edit time. Edit time. Ja. Die will ich wirklich nochmal fahren jetzt hier. Mein Controller zieht standardmäßig nach rechts. F5. Scheiße, warum zieht der Controller nach rechts? Ist dein Joystick echt schon so verbraucht? Nee, das ist ein ganz neuer, das ist der Cyberpunk-Controller. Das ist nur ein Produktionsfehler, dass er manchmal feststeckt. Das haben die neuen Controller ja auch gerne. Dass sie da irgendwie etwas Zusatzmaterial, zu viel Material haben. Leute, wenn die Autos dir hier entgegenkommen an der einen Stelle. Ja, das ist total geil, verwirrend. Ich hab dann 10-mal mich zurückgesetzt, weil ich nicht. Wo bin ich hier falsch? Das ist so eine coole Strecke. Das ist ein Cyber-Controller. Ein Cyberpunk-Controller ist das. Was ist ein Cyber-Controller? Er steuert mit den Augen. Krank. Ich mag diesen doppelten Wallride, den der von links nach rechts geht. Nein, verkehrt. Doch, oben. Doch, ich finde den geil. Doch, das kann alles, ja. Ich weiß nicht, wo ich bin. Das ist die einzige Stelle, die jetzt noch fehlt. Ansonsten, glaube ich, komme ich hier mal in einem durch irgendwann. Irgendwann. Nein, ach stimmt, ja, man muss ja weiter. Das ist ein Looping. Das ist ein fucking Hugo. Wieso eigentlich Hugo? Weil das ein Hugo-Looping ist. Von, kennst du Hugo doch, das Spiel. Ach so, ja, ja, da, also, ja, da gibt's doch diese Snowboard-Strecken. Ja, ach du Heilige, du alt. Ja, du hast von David der Kabauder geredet, also red nicht von alt. Da ist Hugo noch neu modern, Alter. Hui, nein. Nein. Irgendwann bleib ich dann da. Ich will jetzt hier eine schöne Zeit. Hätte gern irgendeine Zeit. Egal, schön oder nicht. Mann, ich vergesse immer, dass man da direkt in Suchen rein muss. Ich will immer ausdingsen, aber dann komme ich wieder nach. Ja. Ach, Mann! Exactly, I know what I mean. Für den Anfang habe ich jetzt meinen Trick. Für den ersten. Also hoch. Kante, okay. Interessiert uns eher peripher, nein, und schon wieder. Das ist so geil, wenn du nach oben guckst und halt schon den Checkpoint siehst, aber der noch auf dem Kopf steht. Also und du steuerst schon drauf zu, also während du noch durch ein Looping fährst. Also ja. Wisst ihr ungefähr, was ich meine? Dass du dir das Ziel, was du ansteuerst, visierst du schon an, aber du überschlägst dich kopfüber noch. Ja, das ist geil, ja. Ach, da hab ich Speed verloren. Nein! Wann war doch da nicht, wo ich. Soll ich denn hier jetzt lang? Wo muss ich hier lang? Da lang. Was ist ein Zack, der ist safe. Und dann rein. Schnell wieder runter. Ja, genau, eben nicht. Ach, Chat. Und dann zieht mein Controller wieder nach rechts. Holy moly. Deswegen verliere ich ihn vorne auch so oft. Block immer in die falsche Richtung. Was ist denn, nein, ich war doch. Ich kann nicht mehr reden, wie viel. So, jetzt muss ich noch 1 Minute abbauen, dann habe ich einen Weltrekord. Die ganze Zeit wie? Sätze abbauen. Von mir geben und dann. Ich mache hier, ich nehme eine Abkürzung. Das gehst du. Nein. So ist noch keiner gefahren auf der Map. Ja, ich sehe es gerade. Und dann springst du hier wieder rein. Du bist so weit oben da, du kommst wieder runter. Du bist total abgehoben. Stop it. Was ist denn das? Aha. Hä? Nein! Oh, ich war so gut. Endlich mal wieder eine ansatzweise normale Runde. Kann ich den handeln? Nee. Ja, ich komme aus dem zweiten Wallride, komme ich nicht früh genug wieder runter, um da durch den Checkpoint zu rödeln.
Der erste Wallride, der geht. Da finde ich, hast du auch noch die Kontrolle. Ja, ich weiß, was du meinst. Genau das ist mir gerade passiert. Aber das ist mir gerade bei meinem ersten Teil mega gut, hat das mega gut funktioniert, aber... Ich jetzt noch einmal zurück. Nicht jetzt noch einmal zurück. Ich tu mir so, wie oft mir das schon passiert ist, dass ich direkt beim ersten Looping gegen diese komische Kante, weil ich nicht weit genug nach links hochsteuere. Das ist echt nicht einfach. Wie habe ich das denn bei meinem ersten Versuch geschafft? Ja, hoppala. Ja, manchmal ist es so das Anfängerglück noch. Ja, du reagierst einfach auf irgendwas und hast zufällig Glück, dass das doch der richtige Weg war. Und dann versucht dein Kopf sich daran erinnern, wie die Map war, und dann denkst du auf einmal, was falsch ist, und dann steuerst du total falsch. Das hab ich gerade das Problem. Ach, verdammt. Ey, das ist mir so noch nicht passiert. Ah. Nein, och, das war eigentlich nicht schlecht, aber dann leider doch weniger gut als gedacht. Nein! Jetzt hatte ich das, was Maxi meinte. Ich dachte, jetzt muss ich hier rechts runterfahren, aber... das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Oh. Turbo! Die Strecke ist so schnell und immer gleich und it never ends. Es hört nie auf. Häng mehr an der Wand. Was ist das eigentlich jetzt für ein Move? Hä, ich hab die Strecke doch schon mal geschafft. Warum kenne ich den Teil der Map nicht mehr? Hä? Was soll ich tun? Einfach geradeaus weiter. Rechts, da ist rechts ein Looping. Ja, aber da... Nach der Halfpipe. Ach da, ja, jetzt. Ja. Den habe ich einfach nicht gesehen. Der war einfach ausgeblendet. Das war das Ende. Ja, ich dachte, das hast du den Teil der Strecke noch nie gesehen. Ich hab's doch schon mal geschafft. Ich war doch schon im Ziel. Was ist das? Kurz, einmal kurz rechts auf den Monitor, dem Stream schauen. Das Krasse ist, ich habe wirklich, glaube ich, eine Sekunde Delay gefühlt nur. Das ist so insane. Ach nö, jetzt bin ich da aber hier abgebremst. Hab ich noch Zeit? Oh Gott. Added time. Nein, Quatsch, müsste nicht, aber... Die Strecke macht noch... Also die ist geil. Es gibt so schöne Strecken im Spiel, das ist krass. Ja. Schon cool, aber... Ich komme auf dir nicht klar. Das wird direkt reingeedit. Nein! Ist das, was ist das eigentlich? Ist das österreichische F6 ist Danza Kuduro oder was willst du uns da mitteilen? Ich kann es gerne einmal vorspielen, wenn du möchtest. Nein, ich glaube nicht. Okay. Ich hab's, ey. Kann es dir gerne nach dem Stream einmal vorspielen. Wie wird mein Schreibtisch so nass? Ich schwitze so doll. Okay. Ich bin richtiger Schwitzer. Ja. Kein Lust mehr. Gib mal auf. Das war's. Ich hab einmal ein Ziel geschafft. Das reicht mir. Also, was denn heißt Lumi? Das ist frech gelogen, ey. Das ist eine Bereicherung für jeden, der das hört. Nein! Doch, eigentlich schon, also. Der hat da irgendwie jeder Zeit, zum GPS kriegen. Ich will den GPS kriegen. 21. Ey, das war insane! Frechheit. Ich guck irgendjemandem zu. Ach, das meinen die mit rückwärtsfahren GPS kriegen. Dann kriegst du eine Ideallinie vorgezeigt. Dann fährst, guckst du jemandem zu. Ja, dann zeigt er dir den. Dexy! Die Strecke. Holy shit! Smooth! Guck mal, Leute, wie ich fahre. Ich habe extra die Kamera jetzt gewechselt, damit ich mehr Kontrolle über die Map habe. So ist viel einfacher. Alter, wie geil er den Dingens genommen hat. Ja, das ist insane. Also, da war er, ja, der Wallride, als wenn es eine normale Strecke wäre. Golden Nugget. Aber immerhin Pokal. Hey, ich bin stolz auf mich. Golden Nugget, den kennen wir doch auch. Den haben wir auch schon öfter gesehen. Ja, der ist auch schon die ganze Zeit dabei. Nee, ich meine, der hat auch mit, der war auch Top-Strecke-mäßig in unserer Aufnahme, da wo der die Teddy auch mitgespielt hat. Da war Golden Nugget auch mit dabei. Stimmt. Ja, krass.
Kriegen wir auch den Streckennamen, damit das nicht Fullspeed ist? Boy World. Okay, was ist das jetzt für eine? Das ist hier, okay. Direkt da verkackt. Daisy, ja, direkt an die Wand. Ja, da machen alle, das ist gut. Und an die nächste Wand. Oh, warte, also den Checkpoint muss man gar nicht nehmen. Das ist doch, das doch, ist doch, 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 da muss es ein Checkpoint. Durchfahren. Ach ja. Okay, dann fährt man hier lang. Kleiner Hüpfer. Ah ja, okay, den musst du nehmen, ja. Welcher Map-Erbauer hat sich gedacht, ich stelle den Checkpoint einfach falsch herum auf die Strecke? Ich glaube, der von dieser Map. God damn it! I will find you. I will tickle you. Okay, Strecke ist kurz. Aui! Ja, okay, Strecke ist nicht lang. Würdest du sagen, die ist lang? Also ich bin noch nicht durch. So kurz sind für mich Strecken 20 Sekunden. Das ist eine kurze Strecke. Habe ich gebraucht. 46. Ich habe einmal zurücksetzen müssen. Ah. Komm schon. Zack, rum. Oh, wenn du den Wall, beim Wallride musst du so knapp eigentlich reinfahren, ich hole immer zu viel Schwung. Erstmal nochmal zu Ende fahren. Noch einmal das Ende schauen. Nicht immer zu oft den Anfang, weil dann vergisst du den Rest der Strecke. Und freust du dich über einen geilen Start und kackst dann einfach ab. Wallride einfach gerade komplett abgesegelt. So. Höher. Here we go again, ladies and gentlemen. Enjoy, gentlemen. Oh, das war geil. Enjoy the ride. Oh, das ist es. Jetzt konzentrieren. Wink. Scheiße, der eine Zurücksetzer hat mich das gekostet. Ja. Der Anfang war geil. Ich fühle mich eindeutig demotiviert durch die ganzen Leute, die schneller fahren als ich. Der Anfang war sick. War immer gegen das Tor. Stop it. Oh, komm schon. Ich musste gerade echt überlegen, was dieses N3 bedeutet, aber nice 3. Okay, 18. 19. aber da ist noch mehr drin. Oh, Server lag. Leute, ich brauche noch zwei, die besser. Einer, der besser ist als ich. Nur, aber nur einer. 69er. Woohoo! Alter, bei mir überholen mich gerade alle. Also, ich nicht einmal, besser werden, Leute. Behaltet eure Ringe. Ich bin gleich auch auf einmal 100. Gott damit.
Warum schreiben die Leute immer Nee in den Chat? Nein, ich weiß, dass du das gerade gefragt hast. Nee! Nee, schreiben immer Nee. Ja, nice 3. Wow. Ich bin gerade an dem zweiten Checkpoint einfach vorbeigeraust. Wie war ich denn jetzt langsam am Ende? Blah. Kann ich abstimmen, ich bin am Fahren. Wir dürfen weiterfahren. Ist das eine recht frische Map, das hier? Kann das angehen? Weil ich sehe ganz viele neue lokale Rekorde aufgestellt. Wieder Top 20! Ich weiß es nicht, Baxi, aber... Also, die werden, glaube ich, immer angezeigt. Was für einen lokalen Rekord. Also, selbst wenn du... Naja, den 117. Ja, lokalen aber Rekord die, ich sag mal, die grün unterlegt sind oben links, bei mir sind die neun, die diese Runde, auch, also dieses Rennen aufgestellt worden sind. Der erste und der dritte sind neu, so gesehen. Okay. Dann kann das natürlich sein. Ah, Golden Nugget ist sogar ein Rekord gefahren, nicht schlecht. Oh Gott, bei mir verschwinden die Leute wieder im Boden. Das geht wieder los, leider. Es geht wieder los. RIP. War eine schöne Zeit. Daniel, kannst du mal bitte einen guten Versuch hinlegen? Möchte auch mal eine 3 in den Chat schreiben. Hey, ich bin der Beste von uns dreien. Wie viel da bist du, Tim? Möchte ich nicht drüber diskutieren. Wird das, hat das Auto dreistellig? Nein. Also ich bin noch der 52. Ja, du bist doch doppelt so hoch wie ich. Ist auch vorbei, ja, wir können, ich kann schon wieder nicht resetten. Ja, das war's leider, ja. Also. Warum macht ihr nicht einen privaten Server auf? Weil wir gerne mit der ist doch lustig, wollen. Die anderen Leute zu sehen. Jelly Teddy ist 24. gewesen wieder. Jelly Teddy ist gar nicht schlecht in dem Spiel. Also ja, gut. Mittlerweile stürzen alle Server ab, auf denen wir hier rumlungern. Ja. Es nervt nur. Vor allem Icy Wayne ist einer, der einfach nur die Strecken fahren will. Und dann kommen wir. Nee, das ist einer von außen. Ja, was wäre lustig. Aber. Der zockt einfach nur, der will God seine Zeiten it. Fahren. Dann sind wir auch zufällig auf dem Server, wo wir auch sind. Stehen da, connecten wieder 100 Affen. Und der Server ist wieder. Ey, ich spawn wieder. Immer präsent. Der Server ist immer wieder weg. Und ich spawn nicht mehr. Moment. Da geht's wieder weiter. Ja, jetzt geht's wieder weiter. Wer war schuld? Wer ist gerade rausgegangen? Warum leckt der Server denn so? Frage, du wurdest schon gestellt. Ich dachte ganz kurz, ich hätte McManus gelesen, aber es war nur mal. Wäre doch dann hier auch auf dem TS, oder nicht? Nee, besser wird meine Zeit nicht mehr. Naja, Icy Veins, alles gut. Hatte Max ja gerade schon gesagt, du bist im Chat. Nein, ich war so gut! Aber Leute, ja, Trackmania im Livestream macht mir sehr viel Spaß. Das müssen wir unbedingt nochmal wiederholen. Vielleicht mit, ja, Räumen, die... Obwohl die Strecken gingen jetzt. Nicht so, dass wir jetzt gar nicht mitfahren konnten. Ja.
Ich hätte auch gerne mal anstatt so offizielle Strecken oder so Evo-Strecken, Fun-Strecken. Aber nicht Trollstrecken. Also die, wo keine Wege angezeigt werden, sondern einfach coole. Ich habe ja den Mario Kart Cup, habe ich ja auf YouTube schon gezeigt. Es gibt ja ein paar Mario Kart Strecken. Die sind wirklich nett gemacht. Also die sehen echt cool aus. Sowas finde ich ganz nice. Ja. Warte, wir genießen hier das schöne Grün, den Wallpaper hier. Fällt mir gut, ja. Ja, ich bin auch gerade. So sieht das nicht. Schöne Umgebung in dem Spiel, muss man sagen. Ja, wenn die Peach mal mit mir aufnehmen wollen, dann ergibt sich das bestimmt. NSGR, wenn du mal was ganz, ganz anderes interessiert, dann gib den Derby-Server. Der hat aber nur 20 Slots. Können wir uns vielleicht auch mal anschauen. Warum wird hier wieder eine Nachricht von Riesentorte gelöscht? Der wird aber auch immer weggespammt, ne? Weggelöscht. Ach so. Ja, also die Nachricht wurde gelöscht, aber ich lese sie noch vor. Vor allem bei so einem Spiel, wo kein Skill nötig ist, kann Benny mithalten. Ach, guck mal, wegen dem Anhört, der Benny. Mr. Posch, auch dir vielen, vielen Dank für die Subgift. Leute, 2600 Leute sind noch dazugekommen, als wir Trackmania gestartet haben. Das ist wirklich insane. Dafür vielen, vielen Dank. Danke an alle Subs, Resubs, Donations, Bits, an alle Follows, die heute dazu kamen. Ich werde Trackmania in meinen regelmäßigen Streamplan mit einbeziehen, solange ich noch Spaß an dem Spiel habe. Das sieht momentan wirklich ziemlich gut aus. Tim, Maxi, danke fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr segelt beim nächsten Mal auch wieder mit. Ja. Und an alle Community-Mitglieder, die mitgespielt haben, auch dafür vielen Dank. Es hat Spaß gemacht, euch damit auf der Strecke zu sehen. Man hat so ein bisschen so ein Konkurrenzdenken gehabt. Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet ein klein bisschen Spaß. Dankeschön dafür.